Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, Save Your Baby spielen wir heute. Ein First-Person-Horror-Game, das im Moment auf itch.io verfügbar ist. Und es sah irgendwie interessant aus, wegen dieser vollkommen face-gelifteten Gestalt, die hier ist. Die so ein bisschen aussieht wie der dunkle Lord nach einer schlimmen Diät oder sowas. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was dieser sehr adrett gekleidete Voldemort hier eigentlich mit unserem Baby vorhat. Ja, Start! October 11, my wife and my son. 11. Oktober. Meine Frau und mein Sohn und ich waren zu Hause, aber meine Frau ist in die Küche gegangen und dann habe ich einen lauten Schrei gehört. Als ich sie gesehen habe, war ihr Kopf abgeschnitten und ein großer Mann ohne Mund kam aus dem Fenster und ich habe das Haus verlassen. Was? So entspannt hast du das Haus verlassen, nachdem du deine Frau gefunden hast. Mein Gott, schrecklich. Das sah super steif aus. Ach, ich glaube, das Game ist jetzt schon richtig gut. Mein Gott, hier sind wir also. Hör, das blöde Baby, wo ist das blöde Baby? Aber hier haben wir unsere Schuhe, die sind super geordnet. Die sind super geordnet. Ich will es nur anmerken, so schaut es in meinem Schuhschrank nicht aus. Mein Schuhschrank ist das pure Chaos einfach nur. Aber das hier ist sehr geordnet. Wir haben sogar einen Schirmständer. So, was ist hier los? Mein Gott, wo ist denn eigentlich unsere Frau? Hier ist alles ruhig. Hier ist die Garage. Hallo, hallo? Ist hier irgendwas Unheimliches in der Garage? Bis auf dieses sehr verkleidete Auto anscheinend nichts. Okay. Gehen wir erstmal in die Küche. So, wir müssen noch unseren Sohn sehen. Sohn, wo bist du wieder? Bist du im Mülleimer? Nein, bist du wohl nicht. Bist du wohl nicht. Was ist hier los? Oh Gott, diese Uhren. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich diese Uhren sehe, denke ich mir, warum? Warum legt man sich eigentlich sowas zu? Warum nicht einfach eine runde Uhr, die die Zeit anzeigt? Ich meine, das ist ja, da kriege ich ein Magengeschwür. Was ist denn, wenn es eins ist und ich nicht checke, dass es eins ist? Nein, wirklich. Wer hat solche Uhren? Warum haben wir so unglaublich viel Milch? Mein Gott, hier muss ein wirklicher Milchkonnoisseur leben. Köstliche Milch. Entschuldigung, Milch ist natürlich flüssig. Bla bla bla. Sehr gut. Truthahn gibt es auch heute für das Kind. Klar, alle Babys lieben Truthähne. Das wissen wir mittlerweile seit dem Baby in Yellow. Ach komm. Willst du flexen mit deinem Kühlschrank? Ach komm, wer hat denn so einen Kühlschrank? Also, so schaut mein Kühlschrank definitiv nicht aus. Komm, mach zu, blöder Angeber. Das ist unser Sohn. Das ist unser Sohn oder ist das unser Sohn mit dem Bart? Nein, das ist ein Baby. Okay, wir schauen jetzt nach dem Baby. Mein Gott, wir haben für das Baby köstliche Cheeseburger gemacht. Und natürlich Salate. Hier ist viel zu viel Essen im Raum. Ohne Schmarrn, hier ist viel zu viel Essen im Raum und viel zu viel Milch auch noch. Wo ist denn das Baby? Hallo? Hallo? Baby, bist du hier drin? Bist du eine Waschmaschine, Baby? Bist du ein Waschmaschinen-Baby? Nein, bist du nicht. Bestimmt nicht. Sieht irgendwie unheimlich aus da draußen. Haben wir eine Taschenlampe? Wir haben ein Feuerzeug. Na gut, dann gehen wir jetzt mit offenem Feuer zum Baby. Es wird bestimmt nicht das Brennen anfangen. Das ist ein ganz normales Foto. Das ist der Developer. Dankeschön, lieber Developer, für dieses Spiel. Wer bist du? Keine Ahnung, du bist Khalid. Dankeschön, lieber Khalid, dass du hier rumhängst. So. Das ist eine super krass eingerichtete Bude. Was ist denn hier? Und eine Katze! Ja, leck mich am Arsch! Eine Katze! Ich will mit der Katze agieren. Ist die flach? Ist das eine 2D-Katze? Nee, ist eine 3D-Katze. Sonst wäre ich geschockt gewesen, wenn wir hier eine 2D-Katze rumliegen haben. Mein Gott, ich kann mich auch hinsetzen. Ich möchte mich jetzt aber nicht hinsetzen. So, was gibt's hier Schönes? Wo ist das Kind? Wo ist jetzt das blöde Baby? Blödes Baby, bist du da drin? Da bist du. Was? What the shit? Nein, wirklich. Das ist das Kind. Okay, das ist großartig. Das Kind sieht einfach aus wie ein 40-Jähriger. Das ist großartig. Nee, vielleicht ist er 30. Aber auch von der Größe her. Ich meine, das ist ein Baby. Was ist denn das für ein Baby? Ich meine, da hat's die Mutter zerrissen. Du, da musste kein Mörder kommen, um diese... Gott, das soll ich jetzt retten. Können wir es auch einfach da lassen? Können wir einfach gehen? Okay. Ja, dem Baby geht's gut.
Mein Gott, was wir hier alles eingeräumt haben. Die rosa Wolken für dieses Horrorkind. Ja, Gott sei Dank muss ich es nicht aufnehmen, wirklich. Gott sei Dank muss ich das nicht aufnehmen. Boah, aber schaut euch mal dieses süße Katzending an. Ich stehe total drauf. Ich möchte hier in diesem Bett schlafen. Können wir nicht das Baby im Müll und ich schlafe dann in diesem Katzenbett? Okay, dem Baby geht's gut. Clean the living room. Überhaupt kein Problem. Was ist das hier? Die Toiletten. Hallo? Möchte vielleicht auf die Toiletten vorher, bevor ich hier rumcleane. Das ist alles wie in einem Hotel. Schau euch mal das an. Alter, die Badewanne. Sind wir Multimillionär? Ich weiß auch nicht. Gottes Willen, wir können sogar aufs Klo drauf. Großartig. Wir können springen. Jetzt auf die Klo. So schaut das aus, wenn ich aufs Klo gehe. Da geht kein Tropfen daneben übrigens. Doch, es geht alles daneben, GSG. Hör auf. Aufzuspringen, während du pinkelst. Das machst du viel zu oft. Oh nein. Und nein, wer baut denn so ein kurzes Bett? Das wäre ein Albtraum für mich. Ich würde immer die Füße hier raushängen haben. Das ist grauenhaft. Okay, wir haben uns alles angeschaut. Wir gehen jetzt den Living Room klingen. So, nicht wahr? Lieber Khalid, wer immer du bist, ich gehe jetzt den Living Room klingen. Clean the Living Room. Wahrscheinlich diese 1000 Milchpackungen. Kann das sein? Muss ich mich ducken, um die aufzuheben? Nicht? Die sind nicht das Problem. Okay, schon klar. Die hätte ich jetzt eigentlich auch total hier liegen lassen. Ich habe eine Taschenlampe. Warum habe ich eine Taschenlampe auch noch? Egal, kann ich die mit E aufnehmen? Ja, mit E kann ich sie aufnehmen. Ich sehe, die Milch ist doch das Problem. Ich weiß jetzt, warum das scheiß Kind so groß ist. Das hat viel zu viel Milch gesoffen. Das soll ja die Knochenwachstum stärken. Aber irgendwie ist das Baby da doch Killer mutiert. So, mehr Müll für den Mülleimer. Dann hat Thomas Baby da drauf, echt. Und schlaf hier in seinem Bettchen. So, weg mit der blöden Milch. Gib dem Kind wirklich nie wieder Milch. Das soll ab jetzt irgendwas essen, wo du es einfach dünner und klein. Hallo? Geht's noch? Mein Gott. Voldemort, bist du's? Du hast dich aber schick angezogen. Möchtest du mit mir ausgehen? Das lebe ich ja. Das sah schon irgendwie weird aus, der Typ. Ich räume jetzt einfach weiter auf. Wir tun einfach so als. Gott, das will ich. Ich will nicht zu diesem Horrorkind hochgehen. Echt, das Kind ist viel schlimmer als der Voldemort. Komm, wir nehmen so einen Donut mit fürs Kind. Nee, geht nicht. Okay, dann nehmen wir keinen Donut mit. Stimmt, wir geben dem Kind besser die nächsten Wochen nichts mehr zu essen, sonst wächst es noch mehr. Merkt euch, wenn das Kind erstmal so groß geworden ist, innerhalb von mehreren Monaten, nicht weiter füttern. Wirklich nicht weiter füttern. Da wird nichts Scheiß mehr draus. Halt, das ist Klo. Ich will ins Kinderzimmer. Jetzt blöde Kinderzimmer. So, Kind, gib Ruhe. Gott sei Dank, das ist so entspannt. Das ist so entspannt. Wirklich, das ist so entspannt, dass das Kind nicht mehr da ist. Nein, wo ist es denn? Gottes Willen, jetzt muss ich meinen Sohn. Sohn, wo bist du? Übermäßig großer Mutantensohn, bist du zufällig hier drin? What the shit? Nein, wirklich. Wie ist es hier hingekommen? Das ist ein What the? Ich werde schon wieder bespannt. Mein Gott, hab ich überhaupt eine Hose an? Nicht, dass der davon angelockt wird. Was ist das hier für ein Zimmer? Das ist das Skaterzimmer. Das Skater- und Gitarrenzimmer. Gut, dass wir sowas auch haben. Na gut, willst du. Ja, komm. Wir nehmen jetzt einfach dieses Kind ab in den Müll. Nein. Halt das 30-jährige Kind nicht zu nahe an dein Gesicht. Das ist vollkommen widerlich. Nein, das ist wirklich vollkommen widerlich. Komm, bring schnell zurück. Wo war das? Bring es hier rein. Ach Gott sei Dank. Ich sag euch, das ist ein Albtraum. Das ist wirklich ein Albtraum. Und wie es sich halt bewegt, das scheiß Kind. Wie es halt nichts macht. Wie es einfach da liegt wie so ein Backstein. Keine Ahnung, wie heißt du? Bernd Backstein, das Kind. Echt, Bernd Backstein, das Baby. Okay. Na, du kleiner Bernd Backstein. Mai, Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, willst du wieder an Vorstandssitzungen teilnehmen mit deinem Alter? Nein? Nein, dann gehen wir jetzt. Stell dir mal das Kind vor, wenn man das einfach in einen kleinen Anzug reinsteckt. Das ist das unheimlichste Ding ever. Okay, weg mit der Milch. Das Kind darf nie wieder irgendwas für einen Knochenbau trinken. Das ist echt ein Albtraum. So, weg mit dem Scheiß. Ich sag's doch, Milch ist totaler Hack. Also allein laktoseintolerant, aber... Hallo? Mir jemand über meine Milchschulter geatmet. Und was ist überhaupt eine Milchschulter? Keine Ahnung. Und weg mit dem Scheiß. Und jetzt die letzte Milch... Alter, warum liegt hier überall Milch auf dem Boden? Ohne Scheiß. Hallo, wo ist die Milch? Da ist die Milch. Muss ich wegschmeißen.
Was war das? Also das war wohl nicht das Kind, wobei ich weiß nicht, welche Geräusche dieses Kind macht. Komm, ich will die letzte Milch jetzt aber auch noch wegschmeißen. Schau in die Garage. Hatte jemand was dagegen, dass ich Milch wegwerfe? Kann das sein? Mein Gott, das tut mir leid. Vielleicht war sie noch gut. Ich hätte aufs Haltbarkeitsdatum schauen sollen. Was ist denn hier los? Ohne Scheiß. What the shit is going on? Mein Gott, ist das unsere Frau? Ich dachte, die wäre schon längst tot. Hallo, ist das unsere zweite Frau? Ist das unsere geheime Freundin, die jetzt auch umgebracht wurde? Du liebe Güte, das überall blöd. Ja, das war schon ein wenig blutig. Was ist das für ein riesiger... Schaut euch mal den Scheiß an. Das ist ein riesiger Schlüssel. Und da steckt irgendwas in ihr drin. Eine Fuchsschwanzsäge. Und ein Schraubenzieher. Dreher. Dreher, ein Schraubenzieher, Dreher und ein riesiger Schlüssel. Ich nehme den riesigen Schlüssel. Hallo? Und ein Bohrer. Okay. Schau nach dem Baby. Für was ist dieser riesige Schlüssel? What the Scheiß. Hallo, was ist hier los? Du bist tot. Mein Gott, Herr Langhans, Voldemort hat mich erwischt. Try again, muss ich wegrennen? Kann das sein? Muss ich vielleicht wegrennen? Ja, ich will es nochmal probieren. Yes, yes, yes. So, muss ich rennen? Ja, ich muss anscheinend rennen. Mein Gott, ich muss durch diesen Parcours hier durch. Verfolgt mich irgendwas? What the shit, der kriegt auf allen Vieren. Okay. Merk dir, nicht mehr umschauen, während du wegrennst. Diesmal nicht umschauen. Gott, ist das Game Banane. Los geht's. Komm hier. Taschenlampe an, los geht's. Okay, kleine Kreise rennen. Muss ich hier springen, vielleicht auch. Okay, hier muss ich drüber springen. Kein Problem, super gesprungen. So, wo ist das blöde Kind? Mein Gott, das Barbie-Traumhaus. Nicht vom Barbie-Traumhaus. Nicht von der Toilette ablenken lassen. Du weißt, du hast eine Toilettenschwäche, GHG. Warum bin ich denn schon wieder tot? Was soll ich denn machen? Wie schnell soll ich denn rennen? Was denn? Du dummes Spiel. Willst du mich jetzt vielleicht mal überleben lassen? Warum ist das so schwer? Ich konzentriere mich voll. Ich konzentriere mich total. Er darf mich nicht erwischen. Ich bin so weit war ich noch nie. Vorbei an den Hanteln. Okay. Noch ein Barbie-Traum. What the shit? Ja, guter Versuch, du Scheißpuppe. Echt. Ein Staubsauger. Lass dich nicht vom Staubsauger irritieren. Ich glaube, wir haben es geschafft. Hinten ist das Kind. Das müssen wir jetzt retten. Sehr gut. Los, ich rette dich, mein furchtbar alter Sohn. Das hätte ich auch gemacht. Ich hätte auch das Kind einfach auf das Monster geworfen. What the shit? Was ist das für ein Outro? Warum sitzt denn das Baby auf der Hantelbank? Pumpst du gerade? Das tut mir leid. Hulkst du gerade? Wer hat dir die scheiß Kappe gegeben, wirklich? Pack your son. Ja, liebe Kultisten, das war Save Your Baby. Das war ganz schön bescheuert, das Spiel. Nein, wirklich, es war absolut bescheuert. Fand ich's gut. Ich fand's irgendwie witzig, weil es so doof war. Aber im Endeffekt scary. Nein, nicht wirklich scary. Ich fand den Typen, der sieht eigentlich ziemlich cool aus. Den haben sie bestimmt als Asset aus irgendeinem anderen Game rausgenommen. Weil irgendwie kommt der mir fast auch bekannt vor mit seinem zerschmolzenen Gesicht, der Voldemort. Aber ansonsten, auch von den Jumpscares her, war es eher milde. Okay, war schon ganz witzig. Aber das, was ich am gruseligsten fand, wirklich am absolut gruseligsten, ist dieses viel zu alte Baby, das wir hatten. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht exakt das gleiche gemacht hätte. Und warum haben wir das Kind am Schluss dem Monster vorgeworfen? Naja, eigentlich weiß ich wieso. Ich würde es auch nicht anders machen. Ich würde auch den Bernhard Backstein sofort einfach nur diesem Monster opfern. Ja, cool war's. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo. Oder hätte die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Schrecken. Macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.